Hi Freunde, Modman hier. Amazon Games Studio hat gerade einen Forumspost verfasst und in diesem kündigen sie Hotfixes in der heutigen Nacht an. Sprich, vom 29. auf den 30. Oktober sind zwischen 4 und ca. 7 Uhr morgens die Server nicht erreichbar. Der Hotfix soll in erster Linie zwei Probleme beheben. In erster Linie soll der Fehler im Auktionshaus behoben werden. Das bedeutet, es gab einen Fehler, bei dem Spieler kein Gold bekommen haben, wenn sie nicht eingeloggt waren, aber sich Dinge im Auktionshaus verkauft haben. Dieser Fehler soll nach dem Hotfix behoben sein. Dadurch, dass dieser Bug gefixt ist, sollte sich auch der zweite Bug fixen. Und zwar gab es einen Bug, dass Spieler nicht korrekt den Server transen konnten, da Auktionen im Auktionshaus nicht richtig abgeschlossen wurden. Die beiden Fehler waren sehr eng verknüpft und so gab es Probleme, die durch den ersten Fehler verursacht wurden, auch bei den Servertransfern. Das heißt, wenn der Fehler im Auktionshaus behoben sein sollte, sollte der Servertransfer auch normal laufen, so wie geplant. Ich will in nächster Zeit nicht den Server wechseln. Ich bin aktuell sehr zufrieden auf meinem Server, auch wenn er nicht so voll ist, wie ich es mir gern wünschen würde. Doch generell sind da einfach coole Leute und es macht mir extrem viel Spaß, auf diesem Server zu spielen. Wartet ihr auf den Servertransfer? Falls ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und sagt mir, von welchem Server ihr wohin wechselt und warum. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, euer Modman. Ciao!